So, aber ich glaube, also wenn, dann müsste man zweimal fliegen, weil noch einer würde wahrscheinlich nicht draufpassen und das kann er gar nicht mehr abheben. Wie viel hat er denn jetzt eigentlich Gewicht hier? Mal kurz gucken. 1972 von 2400. Ja, okay, sind schon zu knapp. Alle sind eindeutig zu schwer. Schmeiß Eindeutig. mal Anni runter. Was? Sag mal, Yps. Wo sitzt du hier? Wo sitzt du hier? Wieso? Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Du könntest ja deine Sache auf der auf der Quetzeldor. Und nachher, wenn man da ist, einfach im Bett vom vom Quetzel spawnen. Aber ich will mitfliegen. Wieso könnt ihr könnt doch so abheben, oder? Ja, wir können aktuell noch Wisst ihr, dann fliegen. geht doch alles. Aber es ist ja noch jemand noch im Weg mit dem Alu, oder nicht? Also ich hol gerade ein. Ja, sonst fliege ich halt nochmal. Das ist das Problem. Ja, da gibt's halt zwei Fuhren. Und schwarz, nämlich das Boot. Aber ihr kommt beide mit dem Quetz. Wie das aussieht, ey. Nee, ich habe jetzt meinen Quetz weglassen. Dass es schneller geht. Ich kenne diese Sarah auch nicht, Peter. Muss man die kennen? Sollte man die kennen? Nee, kenne ich auch nicht. Flatter. So, ich habe die irgendwann schon mal gesehen. Die ist auf der großen Insel, ne? Die auf der großen Vulkaninsel. Genau. Zur Not Schränke bauen. Aber das Gewicht von den Schränken und was da drin ist, das zählt doch auch mit rein, oder nicht? Nee, das Problem ist, die Tiere wiegen ja auch schon ein bisschen was. Ja. Und das ist schön, dass ich ein Haussymbol habe auf dem Quetzi. Ich weiß zwar nicht, ihr sitzt alle irgendwie, aber wenn ich jetzt mal gucke auf meinen Bildschirm, die Stühle stehen alle schräg. Vorm Höhleneingang läuft ein Giga rum. Ich habe auch die Stühle nicht gerade gebaut irgendwie. Also, Warte, rennt ein Giga rum. Also. Juhu. Das ist natürlich schlecht. Ihr sitzt alle voll so auf halb acht gefühlt. Ich habe die nicht gerade gebaut, aber so schräg, das ist. Nee, die stehen nicht so nicht versetzt, sondern halt so irgendwie. So ein bisschen nach rechts gekippt, als ne? Als wenn das rechte Stuhlbein so ein bisschen fehlt. Schön. Wahrscheinlich fällt gleich der erste runter oder so. Ja, siehst du, Hannover-Fan, man muss einfach nur Geduld haben. Ja, so eine Höhlentour machst du ja nicht einfach so, die muss ja vorbereitet werden. Eben. Da braucht man Zeug und dann muss man noch rumstehen und Dinge anmalen. So wie bei mir top vorbereitet. Dinge anmalen. Fünf Minuten vorher. Es war ja eine spontane Entscheidung mit der Höhlentour heute. Versuch den Giga mal wegzulocken. Na, versuch. Genau. Der kommt da eh wieder. Viel Erfolg, Alex. Na, wenn der in die Höhle reinfällt, ne, dann. Dann habt ihr ein Riesenproblem, ja. Dann wird's aufregend. Ja, dann lockt Anni den geschossen. Ja, guten Appetit, Shazani. Ach, nee. Oh, wer ist denn da mit dem Hachi? Lecker Gulasch. Würde ich jetzt auch nehmen. Akku auf mich. Ich schön 5 Gigas mitbringen, oder? Welches Level hat der wilde Giga? 35. Ein Hallöchen, Luis. Die können wir immer wegkillen. Ja. Hä? Das waren meine Worte. Ich weiß, dass das meine Worte waren. Ihr könnt ja 5 Gigas mitbringen. Ja, die kriegen ihn auf jeden Fall platt. Ah, das ist schon was. Ach Quatsch, man kommt auch in die Höhle, ohne den Giga da reinzulocken. Bin ich mal gespannt. Seid ihr zur Zugflogge, oder? Wir sind jetzt, ich weiß gar nicht, wie weit ist denn das noch weg? Weil nee, wir sind ja hier unterwegs. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo die hier genau ist. Die ist ja irgendwo da oben, wo es köchelt, oder nicht? Wir haben rechts halten. Wir haben uns für die Vulkanhöhle entschieden. Links von der zweifarbigen. Die Latsche zahlt auch mal in die Richtung. Ein Hulk hat erstmal ein schönes Häufchen gelegt. Ja. Kam direkt mal in die Kamera geflogen. Klebt schön vor der Linse. Sehr gut. Aua. Da hat er mich getroffen. Flatter, flatter. Also du lebst noch? Ja. Noch. Bist du mit deinem Speedkano unterwegs oder was das da? Nee, ich hab nur einen Tiger mitgebracht. Achso. Und hier ändert sich gleich mal das Setting oder was? Hier die Farbe. Es wird alles sehr vulkanisch. Na ja, klar, logisch. Cool. So, wo geht's denn hier weiter? Du siehst irgendwann, wenn du auf die. Ah, warte mal, ich seh dich.
bin links von dir hier. Ach, da. Ich bin auch für Clemens als Köder. Ich nicht. Ja, da, nee, also jetzt geht's hier nicht nach Wollen. Clemens über Stück Schade. Ich hab irgendwo einen anderen Eingang gesehen. Hat die zwei Eingänge in die Höhle? Nee, aber es gibt da mehrere Höhlen. Ist das geil, okay. Die Dinos so. Spielen hier mit dem Kacke-Häufchen erstmal Fußball, oder was? Oh Mann. Also, wir haben unten in der Höhle eine Plattform stehen, da könnte man mit dem Quetz landen. Okay. Ohne direkt von Tieren angegriffen zu werden. Wenn ich da drauf springen darf. Ja, doch, klar. Ist ja nicht immer darf so einfach. Ist es schon. Nee, ich meine, manchmal haut es ja nicht so ganz hin, dass man irgendwie runterfällt. Kannst ja zum Beispiel auch nicht auf dem Dach von einem Gebäude landen, ohne weiteres. Oh. Okay. Weil unten sind halt auch einige fiese Viecher dran, ne? Ich muss mal kurz runter gucken, wenn ich aber sehe. Oh mein Gott. Jojo. Da soll ich runterfliegen? Ach, du Scheiße. Oh, hier kämpft doch was. Ihr könnt auch die Tiere hier oben abladen und dann runterspringen, aber... Ich hab die mal auf Passiv eben gepfiffen, ja. Dann euer Kano wollte nämlich sich schön und selbstständig machen. So. Ach da. Es geht bergab. Oh, jetzt landest du unten. Ja, ich hab grad gemerkt. Ja, okay. Ja, die anderen alles können gut? Ja schon mal kämpfen, die runtergefallen sind. Die stehen auch passiv. Ach so, ja, dann pfeift die mal auf neutral oder oh springt Gott. Runter oder so. Ich fall hier auch gerade runter. Boah, scheiß, aua. Hm. Wobei, so viel ist hier noch nicht, also. So, oh, Bonnie, okay. Komm her, Bonnie. Ich bin prima Trick mit runter. Bin bewusstlos. Ja, ich auch gleich, glaube ich. Was ist denn hier los? Reicht, wenn die einer mal die auf... Die Tiere sind alle auf passiv, ne? Falls noch einer dann, da... Ja, dann pfeift die auf neutral am besten. Ja, ich kann nicht mehr. Ja, Y ist gerade drauf gegangen. Mario, kannst du wieder nach Ola? Ja. Also, ich latsch gerade auch in Strand Richtung Vulkaninsel. Muss mal kurz hier ein bisschen mit aufräumen. Ja, kein Problem. Ich lauf weiter und muss mit so weit zurückfliegen. Ja, Bett ist ja hier zum Spawn. Ja, genau, auf dem Betsy. Ist bei mir nicht aktiv. Echt nicht? Nein. Aber die müssten doch eigentlich alle nutzen können. Keine Ahnung. Boah. Kann auch ein Anzeigebug sein. Ist egal, ich bin rausgeflogen. Oh. Wo soll ich dich denn abholen eigentlich? Einfach mal von der Vulkaninsel. Übers Wasser und dann da laufe ich gerade der Strand entlang. Oh, sieht aber schon geil aus da vorne. Oh ja, das sieht ziemlich cool aus hier. Sehr, sehr episch. Und nur nicht von der Klippe fallen. Nee. Bitte nicht. Das geht schnell. Ja. Warum bin ich eigentlich schon zweite hier? Gott. Erst recht, wenn man die Schrägen nach unten läuft, dann... Sollte springt man manchmal. Sollte man nicht etwas. Gas geben, meinst du? Ja. Kann Nachteile haben. Sieht nicht so gesund aus, wie Jacqueline hier bei mir aussieht. Ich weiß nicht, ob das bei Mario auch so aussieht. Das sieht aus wie moderne Kunst. Moderne sieht Kunst. Bei mir auch so aus. Ja? Okay. Die sehen immer so aus, wenn ich mit denen fertig bin. Oh mein Gott. Das hat Yps mit Jacqueline angestellt. Die Aliens sind wieder unterwegs, Freunde. Ich sag's euch, die Aliens. Yps, du sollst hier nicht immer alle Mädels verknoten. Hallo? Also so akrobatisch muss ja nur keiner sein. Daran ist er wahrscheinlich draufgegangen. Großartig. Oh Mann. So, dann mal rauf hier. Wo ist denn eigentlich Alex? Hier. So, sind wir dann stark da jetzt? Dann einfach Richtung Höhle gelaufen. Okay, ja, dann geht's jetzt los. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist, dass du hier alleine ohne Probe rumrennst quasi? Also ohne Tribe, meine ich. Ach, ja. Ja, passt. Bleib da halt, macht nix. Genau.
Keiner vermisst ihn. Erst das Kamasutra lesen, dann praktizieren. Ja, und nicht erst praktizieren und dann dabei irgendwen umbringen, ne? Mhm. Geiler Lava-Fall hier drüben. Oh Mann. Oha. Ich sehe mich schon runterfallen. Ja, dann viel Spaß dabei. Oh je, ey. So, jetzt können wir rechts oder links. Ich, keine Ahnung, ich war hier noch nie. Hm. Ja, na dann. Du warst hier doch schon, du kennst dich doch aus, Alex. Laufen halt mal hier entlang, was soll's. Gehen wir halt mal gucken, wie Menschen irgendwo drauf gehen. Keine Sorge. So, was war das? Achso. Oh, Autobleuras. Schön. Ja, hatten wir ja gerade auch schon. Aua. Dann muss ich aufpassen, dass ich die nicht versehentlich beiße. Ist ja auch blöd. Nee, ach, ich bleibe im Hintergrund. Ist sowieso kein Kampftier. Oh, alle rauf hier. Schönes Zuchttier. Da kommen die nächsten beiden. Nee, ein Scout. Hm. Artenführer. Ja, wildes Gemetzel hier, hallo. Da war ein total garstiger Dungbeetle bei. Was kommt da? Ein Dungbeetle, Level 40, jawohl. Die arme Sau. Die muss durch. Der wollte ja herkommen. Oh, die Schlange ist runtergefallen, schön. Kommen die Spinnies hier. Ja. Oh, da kommt aber ein bisschen was an Schlangentier. Ah, und Level up, geil. Aber hier sind Haufen Dungbeetles, stelle ich fest. Schon mal Pläne schmieden, meinst du? Ich hab ja, genug. Hier kommt ein bisschen was. Aua, aua. So, erstmal Blutungsschaden machen. Na. Die können doch nichts hier. Macht denn die Schlange da hinten? Aua, was war das? Hast du auch ja, 238 auch Schaden genommen? Kommen die spawnen ja alle aus den Wänden raus. Ja, ich hab nur, schon. Ich hier hab nur 5 Schaden. Ja, 5 Schaden ist ja nicht so schlimm. Ja. Das war vom Dungbeetle. Ja, guten Appetit, Nick. Kann aber sein, wenn jetzt Alex auch noch drauf haut, dann trifft er nee, das. Nee, nee, nee. Ich schieß nur mit dem Bogen. Okay. Schön auf Reiter drauf, ne? Genau. Gleich aus dem Leer, wahrscheinlich wollte Alex nur die Tierchen haben. Ah, Ora, das ist Ora, hat ja, Ora hat ja noch eine Rechnung mit Annie offen. Ja, ja. Hm. Diesmal habe ich kein Giga-Ei dabei. Das sagst du. So, jetzt erstmal den Kano hier gelevelt. Zum Glück ist alles schon tot. Ja, stimmt, eine gute Idee. Steht man jetzt eben da kurz ein bisschen auf Schaden gegeben, ja. Oh, und es ist sehr, sehr warm hier. Sollte man vielleicht mal was einwerfen? Hier so eine Suppe. Ich hab Glück gehabt, jetzt wollte ich gerade bei Issa. Die Kellyan Soup, lohnt sich das schon? Ja, ne? Die Suppe zu nehmen oder noch warten? Dann musst du gucken, welche das ist. Na, die Kellyan ist ja die, ne, warte mal. Ja, ja, das ja ist die, die kühlt. Genau. Warum weil gerade ist es schon 48 Grad. Warum ist hier so warm? Hallo, wir sind hier bei der Vulkanhöhle. Ja, bei mir ist auch nur ein kleines Symbol, ein kleines Feuersymbol. Mario, jetzt guckst du mal nach links und dann fragst du nochmal. Genau, du kannst ja, ja mal rüber. Ja, laufen. Also das ist mir schon klar, dass hier warm ist, aber ich meine, ich habe auch nur ein kleines Flammensymbol. Dann Anja hat ja die gleichen Klamotten an wie ich. Hast du irgendwas an, was ich nicht anhabe, oder was? Nee. Einfach nur vielleicht mehr Fortitude geskillt? Das kann sein. Das kann sein, dass Mario das hat. Hast du überhaupt was geskillt an Fortitude? Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Nee, gar nichts. Okay, dann erklärt sich da so einiges. Kann ich vielleicht beim nächsten Level nochmal. Ach, guck mal, die Schlange geht schon freiwillig in Lava. Das ist eine Lavaschlange hier. Lol. Hat die Schlange gerade 280 Schaden ja, gemacht? Ja, 200. Nee, ich. Ach, du bist es. Alter, hast du ja hier vorhin auch an mir rumgenagt? Nein, der hat auf die Tiere geschossen. Ich schieße immer nur auf die Tiere. Ach so. Und auf dich. Und Colin. Willkommen ja, zum Adventsstream. Wir sind gerade in der Lavahöhle unterwegs. Oh, da ist in einer Lavahöhle. Da haben wir schon Ei. Ein Ei? Ja. Ein Giga-Ei? Nö, nee, so ganz so groß ist der Zaut. Wird dann was der Waffe zu der Fisch. So. Dank Beatles hier. Umlatschen. Ach, Titan und Boa ein. Boah, jetzt kommen ja aber die Dank Beatles an. Du. Aua. Entschuldigung. Ja, ja. Wieso flüchtet da Arthur Bleura? Der hat Angst. Für irgendwas Größerem. Achso, oh, Entschuldigung. Ich hab Alex auch gerade schon gesehen. Ich seh. Einfach Alex töten, das ja, 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 kann man immer machen, oder nicht? Ich plündere immer die Säcke, die hier rumliegen. Also. Uiuiui. Was stimmt,
Ja, und Hallöchen, Puff Puff. Wir zocken auf dem PC. Man könnte es ja eigentlich so machen, dass Mario oder... Ja, dass Mario die Two Crates, soweit es geht, öffnet, dann ist seine Zuschauer auch was drin. Mhm, das wäre ganz gut. Ja, aber war das nicht Level 80 erst? Das kann er ja gar nicht aufmachen. Ja gut, das kann ja ich machen, aber wenn jetzt irgendwelche andere da sind, können wir ja machen. Hier? Ja. Oha. Komm, Dauer, keiner Sattel. Ah, da ist noch eine Spinni. Welches Auto Bleuras, ey. Ja, scheiße, was ist denn Schaden, den die machen? Ja, vor allem, wenn du drauf bist, kriegst du ja auch noch Schaden. Echt? Das war schon krass. Oh, High Level Dung Beetle. Oh, da haben wir Schaden. 150. Ganz schön kaputt beißen. Kann man mal machen. Also wir haben jetzt auch links einen Weg und rechts einen Weg. Ene mene mu. Nee, nur rechts. Nur rechts? Und was ist links lang? Da geht's nicht weiter. Ah, okay, da vorne ist also quasi nur eine Landzunge. Genau. Schon wieder Level Up hier. Geil. Drei Lebenspunkte. Ja, muss jetzt eigentlich ja mit dem Rex reinkommen. Ja. Könnte sein. Hier, ja. Kannst du auch mit dem Rex durchlaufen. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich meinen Rex mitgenommen. Die Dankbietels hier bewegen sich nicht, aber hier kommt noch eine Schlange an. So viel Prime Meat, ey, geil. Jetzt kommen die Dungbeetle alle angerannt, oder was? Stell dir mal vor, hier drin würde ein Truthahn rumrennen, ey. Ups. Und den haust du da mal an. Oder die Viecher, ey. Dann hast du ein richtiges Problem. Ich finde ein komischer Grafikeffekt hier gerade. Was ist das? Dieses grüne Zeug, meinst du? Ja, das was ja auch nicht blau. So blau-grün irgendwas. So ein Schimmer? Oh, Entschuldigung. Ja, ja. Also wenn ich nach hinten gucke, ist es, aber wenn ich nach vorne gucke, ist es. Aua. Okay. Hier hinten kommen wir dann auch schon zum Artefakt. In die andere Richtung ist die Höhle dann ein bisschen größer. Jetzt hab ich grad gedacht, Alex hat doch eine die Apokleurasche tötet, jetzt lebt die noch. Ach, mit dem Tier kann ich nichts töten. Also hier müssen wir runter zum Artefakt, oder was? Ja. Oha. Ja, ein bisschen rechts halten. Hier glitscht man manchmal auf den Treppen. Oh, die war nicht. Langsam runterlaufen. Ja. Nicht erst recht, wenn man die Tiere nicht sieht, die irgendwo an der Treppe hängen. Mhm. Haben da nicht auch irgendwann die Stelle, wo man drüber springen muss, also diesen klitzekleinen Spalter? Ja, na, wir haben ja festgestellt, dass man da nicht rüberspringen muss. Nee, ich meine in der Treppe den jetzt. Achso, ja, da sind wir noch nicht. Achso, okay. Ja, ich... Ja, die Alos müssten da, die Alos und Kanos müssten da eigentlich so vorbei. Die kommen da ja so rüber. Glaube ich, hoffe ich. Ach du Scheiße. Was denn? Da ist viel Flugzeug da vorne. Party. Ja, da ist immer viel. Party. Ja, genau. Jetzt einmal hier links rüber. Puppt euch aus. Wird ja schreien, aber ihr seid zu weit weg. Und wahrscheinlich speichert der Server gerade. Oh, das wenn man mit drin ist, sind die auf der Brücke und dann so. Und dann rennst du richtig vorwärts und fliegst. Runtergeleckt. Oh, da oben ist der Loot Crate. Stimmt. Nee, das ist das Artefakt. Ach so, was kann ich auch aber mitnehmen. Auf der Rückseite von dem Ding hier kann. Ja, von rechts. Kommt von allen Seiten gerade hier, glaube ich. Na, von links kommt nur ein Dankbiegel. Oh, das ist ein Laubbarschlange. Komm her, Dankbiegel. Den machen wir zuerst. Ja. Boah, diese Spinnen, ey. Ja. Ich sehe nur noch gelbe Schrift auf dem Bildschirm. Hallo. Oh, Mann. Oh, da kommen jetzt einige Titanboas. Gleich kommt der Balrog, ja. Auf jeden Fall. Ich glaub's auch. Und Gandalf fällt von der Decke. Hey. Weiß nicht, den Dungeon. Oh, scheiße, der Atro. Mörer hier. Also in dem Fall nehme ich mal das Artefakt da oben mit. Ja, kann das respawnt ja auch alle paar Minuten. Ja, das geht sogar relativ zügig. Hier auf der Rückseite ist leider keine Loot Crate. Hab grad geguckt. Ja, können wir alles wegkillen, was hier rumhängt und dann. Ne, vorne sind Spinnen, die kommen gerade an. Werden wir noch ein an. Bisschen auf die Loot Crate warten. Auf das Artefakt ging da. Ah, ey, diese Spinnennetze. Sehr schön. Den nächsten. Mit Anlauf auf hier, mit Schmackes. Mit Anlauf ins Verderben. Hier vorne auch noch ein Haufen Viehzeug. Wer braucht denn jetzt alles das Artefakt? Und dann kann ja jeder mitnehmen. Ja. Theoretisch schon.
Vorne sehe ich rote Zahlen. Ja. Und so klar? Also ja, okay. Ja, ja, wildes Knicken. Ist nur ein Tier. Das reicht manchmal. Da muss erstmal der Kanu hier loskacken. Sehr schön. Du kannst da mit dem Kanu hoch, Annie. Könnte ich machen, aber ich finde das viel schöner hier einfach mal so zu Fuß und so. Das hätte ich vorher gemacht, das sind nämlich von Schlange doof und sei. Okay. Moment. Boah, ich treffe ja manchmal die blöden Viecher nicht im Kanu, ey. Bleibe ich hier mal kurz oben stehen, warten wir, bis das wieder da ist. Das geht ja wirklich schnell. Ich glaube, da haben die sogar was dran gemacht, dass das schneller geht. Was denn? Mit den Artefakten, dass sie respawnen. Nee, also die respawnen immer so schnell. Das war damals auch schon so. Wir haben ja damals. Was? Oh nein. Oh. Ach so, ja, okay. Schocken. Ja, gut. Da scheint gerade jemand gestorben zu sein. Ach, wie kommst du da drauf? Das täuscht. Das sieht nur so aus. Oh, ich habe nur einen Schluck Wasser in meiner Kantine, aber ich habe noch eine Water Jar mit, das ist gut. So, ich bin mal in der Küche erstmal. Jo, ne? Viel Spaß. Bis gleich. Jo. Ey. So, Alex schießt auf mich. Start. Nein. Ach nein. Würdest du nie ich hab's tun, genau wa? Gemerkt. Ich hab grad einen Bogen gefunden. Den musstest du gleich ausprobieren. Hallo? Aua, Alter. Ach, das sieht schon schön aus. Hallo. So. Aber Fledermäuse und so Kram gibt's ja nicht, oder? Oder kommen die noch? Nee, ich glaube nicht. Du, Alex. Oder wenn, dann nur ganz wenig. Ich glaube, dein Tiger ist schon ziemlich blutig. Willst du weitermachen? Ach, Logo. Ach, Logo, ey. Du willst mal gucken, wie viel das. Und mal gucken, wie viel Wasser noch aushält. Genug. Genug, um euch zu überleben. So. Willst du wirklich drauf wetten? Alex, kann immer noch vor euch wegrennen. Wir warten, wir kommen von der anderen Seite. Aber sieht schon ziemlich cool aus hier. Ja, ich finde das auch geil. Da ist noch ein Skorpion in der Lava. Sehe ich gerade. Ja, den kannst du da lassen. Ja, ich will den nicht rausholen. Keine Sorge, ich will ihn nicht rausholen. Spring mal hinterher. Der kommt da klar auch gar nicht mehr raus. Ja, und danke fürs Folgen, David. Da sind da nur tote Schlange und so drin. Naja, und da vorne ist auch nur noch eine tote Schlange. Ich glaube, wir müssen ein wenig weiter weg, dass der noch spawnt. Also ich stand direkt daneben. Nee, der spawnt auch so. Ja. Okay. Schon das Inventar aus dem Müllen hier. Das ist eine gute Idee. Kann den Scheiß raushauen, die man die kann man machen. Alter, zu Steiner wegen einem Level höher. Ob ich denn das blaue. Unglaublich. Kanu ich glaub mir meinen Buff. Weg damit. Den Rest behalte ich. Es kommen bestimmt noch Kernhunde. Kernhunde. Die guten Kernhunde hier. So, braucht noch jemand das Artefakt? Falsches Spiel. Hier unten ist übrigens ein Loot Crate. Ich glaub, was so? Braucht keiner, weil... Level 80 oder höher? Weiß ich nicht. Ich wollte da gerade nicht dran schauen. Marge soll da mal gucken, ob er das öffnen kann. So. Hier die Treppe runter, da war es hier hinten. Ah, ich glaube, der ja, ist rot. Genau. Ja. Ja, der ist rot, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob die ab 80 sind oder ab 70 oder 75. Ja, gut, die lauft man aber her. Muss er dann eh machen. Wenn ab 80 ist. Sehr schön. Also, meine Wasserleiste füllt sich hier auf, ne? Was während denn? Ich hier durchlaufe. Ich glaube, der ist ab 80. Das ist ja schön. Nö, geht auf. Geht auch. Gelbe Master. Gelbe Mastercraft. Ja, also ich. Mastercraft Chitin-Schuhe. Oh, yippie. Hat sich richtig gelohnt hier. Epischer Loot. Also theoretisch könnte man hier jetzt rüber. Aber. Ja, da spring ich aber nicht da rüber. Kann man auch gerne hängen bleiben. Das heißt, wir gehen lieber zurück. Ist das die Stelle, wo du hängen geblieben bist damals mit deinem Tierchen? Nee. Die kommt gleich noch. Ach so. Ja, die kommt gleich noch, jawohl. Die ist noch ein Stück schöner. Klasse. Super.
Ich weiß trotzdem nicht, was das hier für ein Zeug ist, was hier runterkommt. Ja, aber da füllt sich dein Wasser auf. Das ist Wasser. Das ist wahrscheinlich der Angstschweiß hier von uns. Ich glaube auch, den kann man ja wegtrinken. Angstschweiß von allen. Ja, Lootglück wie immer, das stimmt, Peter, ey. Also irgendwie haben wir das Lootglück gefressen hier. Ich weiß auch nicht. Na, gestern warst du schon mal ganz ordentlich, denke ich, oder? Ich muss gerade überlegen, gestern in dem Alpha Raptor. Der Petri-Sattel zum Beispiel. Ja, der war gut, das stimmt. Ja, der stimmt, der gelbe. Der war wirklich gut. So, cool. Ich bin nicht mehr ganz so am Schwitzen hier. Irgendwie, die Flamme ist kleiner geworden. Schon alles rausgeschwitzt. Und jetzt müsst ihr so ein Wyvern durchfliegen. Oh, das wäre ja auch noch krass, ey. Dann hätten wir richtig Spaß. Scorched Earth lässt grüßen. Man kann auch hier noch keine Outdoor-Bel- einmal oder Ölquellen. Genau. Hier hinten ist nämlich noch eine Loot Crate. Ja, dass das der Effekt vom Wasser ist, das wissen wir schon, aber warum fliegt das Zeug hier rum? War das ein Loot Crate? Ja, da hinten. Jo. Ah ja. Noch ein Gutes. Dann geh mal gucken. So, einen Daumen drücken. Oh ja, oh ja. Ja, alles klar, Fischgamer. Mastercraft Strike Sattel, jawohl. Wissen wir Bescheid. Also, hier übrigens kann man auch noch reingehen. Da würde man dann unten auf der anderen Seite rauskommen, wo wir eben standen. Okay. Aber hier habe ich, in der Stelle habe ich hier noch nie eine Loot Crate gesehen. Ja, dann gehen wir vorne lang. Ja. Sieht aber schon geil aus, so der Blick da rein. Ja, müssen wir wieder zum Eingang. Also einmal dahin, wo wir rechts abgebogen sind. Welche Farbe am besten ist von Werkzeugen? Ja, es kommt aber drauf an. Also einige Werkzeuge sind halt schon in... Also das Beste, was er haben kann, ist halt rot. Ja, aber rot ist halt auch schweineteuer, wenn es nicht gerade eine Pickaxe ist oder sowas, die relativ günstig herzustellen sind. Aber generell ja mindestens lila oder gelb. Wobei man später, sag ich mal, also waffentechnisch, Quatsch, werkzeugtechnisch halt auch nicht mehr wirklich so viel gutes Zeug braucht, wenn man das meist eh mit Tieren farmt, also von daher. Ja, eine gute Longneck, dagegen kann man nie was einwenden. Ja, gut, ist aber kein Werkzeug. Snake, ja gut. Aber ja, stimmt, eine Longneck ist immer super. Also idealerweise verwendet man halt, ja, gelbes Zeug, also Mastercraft, weil das Rote meistens richtig schweineteuer ist. Ja. Da kannst du schon mal, ja, für eine Longneck irgendwie ein paar tausend Metall ausgeben. Da ist der Kosten-Nutzen-Faktor einfach auch nicht mehr so wirklich gegeben, selbst wenn du viel farmst, aber die Dinge halten ja auch nicht ewig. Du musst ja dann auch die Hälfte an Material nochmal investieren, um das Zeug zu reparieren. Hat Klaus nicht sogar einen Blueprint für einen roten Compound-Bogen gefunden? Gute Frage, der, weiß ich gar nicht. Der irgendwie 3000 Polymer kosten soll. Ja, schön. Wäre möglich. Also ich habe bloß mal einen rote Riot-Helm gefunden, vom Deep-Sea-Loot-Crate. Ja, zumal ja auch die Compound-Bows auch nicht ewig halten. Die sind ja relativ schnell kaputt. Nein, die halten wesentlich länger als die normalen. Echt? Als Armbrüste. Ja, ja. Das ist aber gepatcht, weil das war früher, da konnte ich 10-mal schießen so gefühlt. Dann war die doch. Echt? Ja. Nee, da kannst du 300 Pfeile oder so mit abschießen. Okay. Ja, früher war das nämlich nicht so. Da waren die richtig schweineteuer, auch schon von den Polymersachen her und haben so wie keine Haltbarkeit gehabt. Ach so. Wie du am besten einen Flugsaurier fängst, kommt drauf an, also du meinst einen Pteranodon wahrscheinlich. Dodo. Es gibt ja diverse Möglichkeiten, die wir zu fangen, aber Bolas am Anfang zu Pteranodon ist am günstigsten. Und dann halt ja mit Betäubungspfeilen oder halt mit einer Keule drauf, je nachdem, was man zur Verfügung hat, aber. Wenn man schon Flugdinos haben möchte, dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass man auch schon einen Sattel bauen kann dafür. Ich hatte hier gerade die Animation von Regen. Naja, von unter Wasser eigentlich sollte das sein. Nee, also gerade wirklich von Regen. Echt hier, krass. Diese weißen Streifen, ja. Aber Wasser ist auch generell Bolas sind immer eine ganz gute Möglichkeit. Die halten dann 30 Sekunden im Tier an Ort und Stelle. Nee, 20? 30? Weiß gar nicht. 30 doch. Genau, ja. An Ort und Stelle und da kann man eigentlich im Regelfall Dinos ganz gut betäuben. Geht doch allerdings nur bei kleineren Dinos. Oder an, ihr könnt doch halt nur Bild machen von dem. Oh, krass, ja. Lava. Das sieht ja geil Lava aus. Ja. Mal kurz vorsichtig abspringen. Oha. Bloß nicht zu weit nach vorne. Wer jetzt schubst jemand? Das
kommt Mario mit der Faust. Genau, so, nee, das wär's ja noch. Jetzt ja, muss ich kurz warten, dass der Chat sich hier wieder ausblendet. Du schubst mich auch irgendwo hin immer. Ach nein, aber jetzt noch nicht, aber das sieht schon geil aus. Wirklich, das sieht richtig gut aus. Ja, das stimmt. Ja, sehr, sehr schön. So, schnell wieder auf den Kanu, bevor hier irgendwas kommt. Ich habe ein bisschen Angst hier. Muss man wirklich ein bisschen vorsichtig sein, ey. Ja, ich habe ein bisschen Respekt hier vor denen. Ja, ich auch. Ach, herrje. Ach, herrje, klingt das wieder, da vorne ist wieder Party. Oh. Eine Party ist doch mal schön, also ich weiß nicht, was du hast. Party hart. Hier eine Base bauen, Party? Oh, ja. Da hast du dann richtig Spaß. Boah, das sieht auch geil aus, wenn du hier rechts runter guckst. Oh, ja, krass. Das ist wirklich und Yps schwebt hier in der Luft bei mir. Warum macht er denn sowas? Wahrscheinlich so wie ich gestern bei der Weiter, Luft. Weiter, ihr müsst kämpfen. Was denn, stirbst ja. du sonst? Nein. Und der Kleine hält sich da schön raus. Ja, na Logo. Oh, da kommt, da kommt aber ein bisschen was. Ja, das stimmt wohl. So. Ich sehe die Gegner hier gar nicht mehr. Ich sehe nur gelbe Schrift. Reicht doch. Hallo. Schön, wenn der vorne rumsteht hier mit dem Netz auf dem Kopf. Ja. Das ist ein neuester Schrei hier, sag ich dir. Ja, und mein Tiger steht da unten noch. Der steht da? Ja. Warte, ja, mal kurz hier vorsichtig runter gucken. Dann müsste er mal ein Stück wieder zurückkommen. Okay. Anni fällt bestimmt irgendwo runter. Ich will nicht runterfallen. Ich wurde gerade vom Dankwiegel verfolgt. Na schön, dieser aggressive Dankwiegel. Ja, der hätte dich runtergekickt. Ja, da war ein Titanboy. Das ist aber lustig, die Dankwiegel treffen da Dodos an und... Da fallen erstmal die Viecher runter. Rasset ihr denn auch? Hm. Achso, ja, jetzt kommt ihr an die Stelle, wo ich runtergebackt bin. Also. Ja. Da kommt gleich nämlich eine Stufe, die so ein bisschen rausgebrochen ist und... Das hab ich gerade gesehen. Wer will zuerst? Ja. Meinst du, da kommst du mit? Also, ich weiß nicht mit den. Ja, ich kann springen, aber ich weiß nicht, wie das mit den Alos und den Kanus ist. Also, die können nicht springen. Wobei, doch mit den Kanus. Die Kanus können. Auch rübergekommen. Weil die können nicht springen, aber gut, wenn sie rüberlaufen können, ist auch gut. Ja. Einfach ganz vorsichtig. Ich hab so ein bisschen Angst, muss ich sagen. Komm, wir machen das jetzt. Wenn, dann ist das Pech. Also einfach der Reihe nach, dann geht das eigentlich schon. Ah. Ja, ein Abzocker, da hast du natürlich recht. Lieber gelbe Schrift als rote Schrift. Aber das werden wir gleich sehen, ob das hier funktioniert mit der... Oh je. Oh, ich will hier den Abschluss, oder was? Ach du Scheiße. Nö, also ich komm grad irgendwie drüber. Ich würde es eigentlich nicht interessieren. Also du kommst ja nicht... Oh Gott. Also ich bin mal drüber, ne? Ich ja, ich hab's grad auch probiert, ob ich irgendwie drüber komme. Der Raptor dürfte auch eigentlich rüberspringen können. Ja, oh Gott. Also ganz rechts am Rand, ne? Ja, da bin ich dann hängen geblieben. Ach, jetzt? Oh Gott. So. Das geht bei mir richtig in die Hose, ey. Ich möchte das jetzt schon versprechen. Scheiße. Oha. Ich gucke mir das bei Mario mal auf den Weg. Der kleine Raptor ist auch schon irgendwie so ein bisschen lang. Es slidet hier am. Scheiße. An der Kante. Ja, der slidet die ganze. Oh Gott. Einfach hier rüber. Ja, ganz rechts an der Kante lang.